der Siegmacher Medizinstudium Fakultät, Professor. Das Monster sieht jemand an, oh Gott, was hat es vor, das Monster ist gefährlich. Ach, kennen Sie sich? Das Monster denkt nach. Oh. Und dann? Zur Altmühle. Boris Karloff, da rede ich so. Boris Karloff, in der Rolle des Monsters, meine Damen und Herren. Da, zur Altmühle. Auf einmal kann er auf Knie beugen. Das ganze Dorf, Hund. Das ganze Dorf, dann der Jagd. Freundschaft. Oh. Kampf! Nein! Das Monster gewinnt! Das Monster geht auf Victor zu! Und das Monster zieht Victor hinter sich her! Nimm dich mit, Hannes! Erschöpft legt das Monster Victor ab! Und das Monster verbarrikadiert sich, Victor Frankenstein erwacht zum Leben! Ist Lübeck Ihre Heimatstadt? Wahlheimat, wenn man so will. Ich bin Franzose und wohnte in Hamburg bis vor 10 Jahren und da sind wir nach Lübeck gezogen. Ja, ich wohne jetzt seit über 20 Jahren in Lübeck und fühle mich schon durchaus sehr als Lübecker mittlerweile. Was wünschen Sie in Walter Wolfgang Reckzee und Walter Herrmann zum 20-jährigen Firmenjubiläum? Alles Gute. Weiter so auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich bin kein Brillenträger, also ich bin nicht sehr oft im Laden. Aber es bleibt trotzdem halt so eine kleine Institution in Lübeck auf jeden Fall, glaube ich. Das ist mein Eindruck. Und attraktiver Laden, muss man sagen. Wir sind ja auch sehr verbunden. Die sponsern uns schon seit vielen Jahren immer wieder. Unsere Internetseite und unsere Programmrückseite ist ganz oft von Kolibri gesponsert. Und ja, man ist im Gespräch all die Jahre. Wie kommt man an deine Adresse? Hinten da, wo meine Arbeiten hängen. Grafik ist so ein bisschen. Yeah.
steckt mir in den Gliedern Tag für Tag und Nacht für Nacht. Fernsehen auf meinen Gliedern hat mich schon in Schlaf gebracht. Doch nun sitze ich an der Ostsee, denn der Strand mögen singen Seemannslieder. Mein Fuß berührt den warmen Sand. Und zu meiner Überraschung, Lust und Freude habe ich entdeckt, wie gut in der Ostseewärme Mamas Apfelkompott schmeckt. So ist es nun ein Ziel zu haben, fernab von allem wirklich gut. Doch von dem Ziel dann abzuweichen, erfordert jede Menge Mut. Doch mutig möchte ich gern sein. Ich traue mich, Heimat zu genießen. Und lass ich die Gedanken ziehen, können neue Ziele daraus schließen. Inspiriert euch. Oder dich. Ich glaube in erster Linie das Leben an sich und in zweiter Linie wir beide uns gegenseitig. Hätte ich genauso gesagt. Und wo spielen Sie am liebsten? Da, wo es ganz gemütlich ist und wo es ganz vielen Leuten Freude bringt. Sehr gerne am Lagerfeuer. Entschuldigung, sehr gerne am Lagerfeuer. Das ist einfach immer schön. Und wie sind Sie zum Fiddlespielen gekommen? Oder Five-String-Fiddle? Ja, also ich habe ganz normal Geige gelernt. Ich glaube, ich habe mit 6 Jahren angefangen und hatte, bis ich 18 Jahre war, richtig Unterricht. Und das ist ein Instrument, das gehörte meinem Vater. Der hat das für 6 halbe Liter Blut gekauft. Eigentlich kein tolles Instrument und das habe ich ihm abgeluchst und mir die 5. Saite raufbauen lassen. Das ist eigentlich eine Bratsche mit einer E-Saite. Mhm. Mischung zwischen Bratsche und Geige jetzt. Das war so der Hintergrund. Und wie haben Sie sich denn kennengelernt? Oh, ich war ganz aktiv auf der Suche nach einem Akkordeonspieler oder einer Akkordeonspielerin hier in Lübeck. Als ich hergezogen bin, war ich ganz lange Zeit vorher die Klezmer-Musik gemacht habe und das hat sich aufgelöst mit einer Bremer Band und dann bin ich aktiv auf die Suche gegangen und dann wurde mir von mehreren Seiten Janas Name genannt und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Dazu muss man sagen, dass es ungefähr 3 Jahre gedauert hat, bis wir wirklich angefangen haben zu spielen, so ungefähr. Mal ein halbes Jahr nicht gesehen, dann 2 Lieder gespielt und dann wieder ein halbes Jahr nicht gesehen und eigentlich erst, finde ich auf jeden Fall, seitdem wir die CD aufgenommen haben, seit März, ist es eigentlich erst so richtig. Ja, richtig viel. Und wir holen jetzt in dieser Zeit alles nach, was wir in den 3 Jahren hätten machen können. Wir spielen im Moment 3-4 Mal die Woche. Ja, genau. Aber Ihre Musik ist ja auch klasse. Also es ist ja sehr leidenschaftlich auch. Also kommt bestimmt sehr gut an. Also bei mir ist es gut angekommen. Das freut mich. Uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich freut es uns. Weil das Spannende ist einfach, wenn man schon Es gab schon mal Culture-Partys in Lübeck. Jetzt veranstalten Sie wieder eine Culture-Party. Warum machen Sie das? Wir sind der Meinung, dass wir in Lübeck sehr, sehr viele kreative Köpfe haben. Sehr, sehr viele kreative Musiker, Künstler, Poeten und vor allen Dingen auch einen kreativen Augenoptiker, der die alle zusammenführt hier in der Musik- und Kongresshalle, um einfach gemeinsam das zu zelebrieren, diese 20 Jahre Kolibri. Ja, viele Kulturvorhaben in Lübeck. Warum machen Sie das? Kultur ist ein geliebtes Moment. Und weil wir uns einfach sagen, wir möchten uns reflektieren,
mit und an den Künstlern sind wir dabei. Also für uns ist es eine Bereicherung unseres Geschäftes, unseres, also original auch meines Lebens. Ihr Geschäft ist sehr erfolgreich. Wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Da, wo ich heute stehe. Sie wollen, ja klar, so weitermachen wie bisher. Genau. Ja, sehr schön. Jetzt legen wir das mal um. Darf ich? Ja? Kennen Sie eigentlich Kolibri? Ja, kenne ich. Was wissen Sie über Kolibri? Ich weiß eigentlich nur von Kolibri, dass ein Optiker in Lübeck ist. Ah ja, ist das ein Optiker wie jeder andere? Ich glaube, er ist ein bisschen extravaganter, ein bisschen moderner als all die anderen. Aha. So würde ich es einschätzen. Und wie wichtig ist eine Brille für Sie? Ja, einfach, es ist ein zweckgebundenes Hilfsmittel eigentlich. Wie viele Chancen gibt es für den ersten Eindruck? Eine Sekunde. Und wie wichtig ist denn der erste Augenkontakt? Der ist auch sehr wichtig. Und ist der zweckgebunden oder emotional? Emotional. Ich würde sagen, Sie kommen einfach mal vorbei und wir machen mal eine sehr schöne, zweckgebundene, schicke Brille für Sie. Ja, das finde ich in Ordnung. Okay.